Hallo zusammen, ich bin Mike Werder. Wir sind hier in Möckers auf meiner sozusagen Heimstrecke. Und die stelle ich jetzt euch mal vor. Ich kenne die Strecke hier schon sehr, sehr lange. Ich habe hier mit meiner 65er angefangen. Und ja, die Strecke gibt es aber schon viel, viel länger, schon seit 1990. Und das erste Rennen war dann schon 1992. Seit 2011 ist die Strecke so, wie sie jetzt ist. Früher ging sie mal auf die andere Richtung. Die Strecke ist etwas über 1700 Meter lang und der Rundenrekord ist bis jetzt 1,38. Wir haben hier in Möckers 10 Sprünge und bei den Rennen ist manchmal 12, manchmal 13. Die ändern das immer wieder. Und hinter mir haben wir den größeren, der ist ca. 30 Meter. Ich stehe hier gerade auf der Wellensektion. Die war letztes Jahr nicht dabei in den Masters. Um die Strecke dann ein bisschen länger zu machen, haben sie sich überlegt, die Strecke wieder in die Kinderstrecke einzubauen. Und da noch eine extra Split-Section zu machen. Und auch bei der Startgerade wird sie ein bisschen verlängert. Da geht die Strecke dann auch rein. So, jetzt genug geredet. Jetzt gehen wir ab aufs Bike und ich zeige euch die Strecke. Wir sind jetzt hier auf der Startgerade. Jetzt geht es dann gleich los mit der Runde. Hier ist eine lange Gerade berghoch. Das ist schon ziemlich tricky. Und dann kommen wir in die erste Kurve rein. Die ist schön lang gezogen. Und dann kommen wir da zu der Kurve, wo es dann am Anfang Start ein bisschen schwierig ist. Da gibt es viele Crashes. Und dann kommen wir schon zum ersten kleinen Sprung vom Ziel. Und da ist schon der Zielsprung. Der ist ziemlich cool. Geht dann gleich bergunter. Muss man richtig anbremsen, weil hier kommen dann richtig tiefe Rillen und Löcher. Dann geht es wieder hoch, 180 Grad Kurve wieder runter. Und dann kommen wir zum ersten kleinen Scrub-Sprung, das kleine Hügel. Und dann geht es schon wieder berghoch. Da muss man ziemlich Gas geben, dass man dann über den großen Dreier drüber kommt. Wenn es ein bisschen nass ist, muss man da schon richtig ziehen mit der 250er. Und dann kommen wir schon zu der Wave-Section. Und die ist ziemlich tricky, doch ziemlich cool. Und dann geht es hier einmal um die Kurve rum. Hier ein kleiner Table. Dann geht es wieder rechts. Berg runter und da ist ziemlich rutschig meistens und kaputt. Und dann da der nächste lange Table, da kann man schön drüber fliegen. Und dann kommen wir hier zu einer Sprungsection, ein kleiner Double, dann kommt ein kleiner Table und dann zwei Bremswellen, ein bisschen Speed rausnehmen. Und hier kommen wir eigentlich rechts runter in die Kinderstrecke, doch beim Training gibt es leider nicht. Und da geht es wieder hoch mit einer Split-Section normalerweise. Und dann kommen wir da schon wieder zum Start. Normalerweise geradeaus zur Wiese, in die Startgerade rein und da oben wieder in die Strecke. Hier kommen wir wieder in die lange links rein. Kommen wir wieder runter. Und da haben wir schon eigentlich eine ganze Runde geschafft. Noch einmal den kleinen Hupfer hier. Und zum Abschluss kann man da schön über den Zielsprung drüber wippen. Jetzt habt ihr die Strecke kennengelernt. Wie ihr seht, ist sie sehr technisch. Der Streckenverlauf ist sehr cool eigentlich, doch beim Rennen ziemlich schwierig zum Überholen. Die Sprünge sind groß, werdet ihr sehen. Um hier zu gewinnen, braucht man auf jeden Fall gute Starts und eine sehr gute Ausdauer. Das war der ADAC MX Masters Track Check hier in Möckers. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei der Action hier.